Ja, da liegt jetzt der Hund begraben. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Gnadenfrist kriegen oder ob wir es schon vermasselt haben. Euch den Weg versperrt. Was wollt ihr jetzt tun? Ihr und eure erbärmlichen Retter Iduns? Kehrt besser um, denn der Schatz wird unser sein. Genau, holt Eisen. Wir müssen den Turm schnell bauen. Denn sie werden jetzt hier noch ein bisschen warten. Ein paar Minuten habe ich noch, aber auch nicht mehr ewig. Ich werde angegriffen! Wie ihr wünscht! Oh, von Eisbären nicht gut. Safa! Schon unterwegs! So, ihr dürft jetzt auch endlich wieder produzieren. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Wie ihr wünscht, auf euren Befehl. Hoffen wir einfach mal, dass der Bär den Katapultkarren entweder in Ruhe lässt. Auf euren Befehl! Oder wir ihn so lange ablenken können. Weil hier werden wir nicht durchkommen. Wir müssen die Strecke außenrum nehmen. Nein, das ist ein Belagerungszugkarren, kein Katapultkarren. Ich muss ja den Karren da benutzen. Und ja, eigentlich durch das bisschen Eis sollte man durchkommen, sollte man meinen. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Sofort. Jawohl. So, noch ein Trupp Soldaten. Können wir gut gebrauchen. Wie ihr wünscht. Jawohl. Safa! Safa! Schon unterwegs, wie ihr wünscht. Verstanden. Ei, ei,
Sofort! Verstanden! Ei! Genau, jagt Elias nach. Verstanden! Sofort! Und lass den Karren in Ruhe. Gut. Ei! Schon unterwegs. Sie bewegen sich wieder. Nicht gut, nicht gut. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Seid auf der Hut. Jawohl! Sofort! Nein! Hör auf! Wir müssen uns beeilen. Unsere Gegner sind Darius Festung bereits sehr nahe. Kanas Expedition hat Darius Festung erreicht. Wenn ihre Männer den Schatz finden, werden sie sogleich den Rückzug antreten. Dann ist alles verloren. Wir müssen uns beeilen. Schon unterwegs. Unsere Krieger haben die Mauer genommen. Männer, bemannt diese Katapulte und durchschlagt die Mauer, damit ich zu euch vorstoßen kann. Zum Angriff! Werden angegriffen. Das ist mir gerade egal. Macht die Mauern kaputt. Das schaffen wir gerade noch so. Ei! Schon unterwegs. Der Weg zu Darius Festung ist frei. Wie ihr wünscht. Alles klar. Auf euren Befehl. Verstanden. Alles klar. Jawohl. Verstanden. Alles klar. Stürmt los. Angriff. So, wir haben es geschafft. Wie ihr wünscht. Alles klar. Jawohl. Stürmt los. Nicht aufgeben. Wie ihr wünscht. Jawohl. In den Kampf. Auf euren Befehl. Sofort. Wie ihr wünscht. So, Kanas Truppen sind geschlagen. Wie ihr wünscht. Verstanden. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Ah, die Ruinen kann ich nicht plündern. Verstanden. Jawohl. Ich war gerade neugierig, was da drin ist. Wie ihr wünscht. Verstanden. Gut, dann. Auf euren Befehl. Plündern wir die Ruine der Hauptfestung. Lassen die anderen Ruinen Ruinen sein. Was für ein. Wir haben die Fest. Ihr habt also das Gold, Darius. Nun, es wird euch auch nicht helfen, den Untergang Hiduns zu verhindern.
Der entscheidende Schlag gegen das Reich steht unmittelbar bevor. Ihr habt euch Darius Schatzes als würdig erwiesen. Meine Aufgabe hier ist nun erfüllt und ich kann der Einsamkeit Idukuns den Rücken kehren. Nehmt das Gold und verwendet es zur Rettung Hiduns. Dario selbst hätte keinen würdigeren Zweck dafür finden können. Wir werden nun weiterziehen und versuchen, unsere Feinde zu stellen. Darius Schatz wird inzwischen gut bewacht, in die Hauptstadt geleitet. Habt Dank für eure Unterstützung. Möget ihr in den fernen Landen eurer Vorväter eure Familien und Freunde wiederfinden. Ja. Was für ein Ritt, ey. Diese Mission. Ja, und damit geht's, glaube ich, schon in die letzte Mission nach Prapastan. Hundertprozentig sicher bin ich mir aber nicht. Ob es da nicht noch eine Mission dann gibt, aber werden wir ja sehen. Finstere Zeiten werfen ihre Schatten voraus. Der Mogul ist dem unheilvollen Bann Kanas erlegen und in seiner Heimatstadt werden Vorkehrungen getroffen, die Schreckensherrschaft der unheilvollen Fremden endgültig zu festigen. Na, das werden wir ja nicht zulassen, oder? Euer Majestät, wenn wir nicht umgehend handeln, wird Kanas Herr Tela zerstören und den Untergang Hiduns herbeiführen. Wir müssen uns meinem Vater stellen und Kanas teuflische Macht über ihn ein für alle Mal brechen. Die Siedler aus Prapastan, der Heimat meines Vaters, sind ihm immer treu ergeben gewesen. Ich denke, es ist ihnen nicht bewusst, wessen finsteren Plänen Hiduns Mogul folgt. Die militärischen Gebäude befinden sich außerhalb Prapastans, nahe der Stadt. Das kommt uns entgegen, denn den Siedlern in der Stadt dürfen wir unter keinen Umständen Leid antun. Vielmehr muss es uns gelingen, die Aufrüstung zu unterbinden und das Heer zu zerschlagen. In unmittelbarer Nähe zur Stadt liegen die Dörfer Fareha und Noribat. Sie liefern Eisen für das Militär. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Lieferungen eingestellt werden. Unseren Stützpunkt werden wir hier, südlich des Flusses, errichten. Wie unsere Spione berichten, soll sich weiter westlich noch ein Dorf befinden. Seltsam, dass ich noch nie davon gehört habe. Ich hoffe sehr, dass wir in Erfahrung bringen können, was Kana meinem Vater angetan hat. Obwohl sie sich nicht in der Provinz aufhält, steht er dennoch unter ihrem Bann. Wir müssen zu ihm in die Stadt gelangen. Es ist mein sehnlichster Wunsch, meinen Vater aus den Klauen dieser Bestie zu befreien. Betraut mich mit dieser Aufgabe. Könnten wir machen? Dieses Heer soll sich meinem Schwerte beugen. Entsendet mich. Könnten wir auch machen? Dieser Auftrag erfordert sowohl Geschick im Handel als auch Gerissenheit. Schickt mich, euer Majestät. Trefft eure Entscheidung, Majestät. Schickt mich und ich werde Prapastans Tore öffnen. Meine Kenntnisse. Dich hatten wir nur einmal. Zweimal. Ich benötige. Einmal. Ihr als einmal. Ach, schicken wir Saraya nach Prapastan. Und. Ich werde mich meinem Schicksal stellen. Hakim kann da die letzte Mission haben. Dann war jeder zweimal, oder? Ich benötige weniger. Du warst auch nur einmal. Na, werden wir sehen. Hiduns Ruhm wird ewig bestehen. Okay, Saraya. Wir müssen die Lieferung der Dörfer nach Prapastan unterbinden, um den Aufbau eines feindlichen Heers zu verhindern. Es muss einen Weg geben, die Stadt zu gelangen, ohne sie anzugreifen. Prapastan wird von den Dörfern dieser Region mit Rohstoffen versorgt. Wir sollten sie aufsuchen. Die Lieferungen an die Stadt müssen unterbunden werden. Hallo, Elefanten. Okay. Erstmal brauchen wir Holz. Okay, wir sind auf einem Hochland. Es gibt da einen Weg runter und hier einen Weg runter. Wie ihr wünscht.
Moment. Das heißt, ich reise erstmal hier runter. Würde es direkt schon mal Jagdwit geben. 15 Stein, wow.